Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir spielen heute die Demo von Back to the Dawn. Die Demo kann man derzeit umsonst auf Steam spielen. Und ich fand den Look einfach total niedlich. Ihr werdet es gleich im Spiel sehen. Man ist wohl in einem Gefängnis und muss da wieder rauskommen, denke ich, und auch im Gefängnis irgendwie überleben. Es soll, das Spiel soll wohl sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten offerieren. Ich bin sehr gespannt, was wir da in der Demo so alles von sehen werden. So, Fox Thomas und Black Panther Bob. Wer bist du? Ich liebe einfach Füchse. Ich mag auch Panther total, aber wir nehmen mal den Fuchs. Ich bin einfach ein super Fuchsliebhaber. Ach ja, leider momentan nur auf Englisch, nicht auf Deutsch, aber gut, wir werden es hinkriegen. Also, after graduating from college, you joined a television station as an intern and soon found your way in front of the camera thanks to your good looks. Also nach dem College sind wir zu einer Fernsehstation gegangen, erstmal nur als Praktikum, aber wir sind ganz schnell vor den Kameras gelandet. Hier sehen wir schon Broadcast-Journalist. You are able to get first-hand stories from the mouth of even the most reluctant interviews. However, your years of working in the public eye have also made you extremely self-conscious about your image. Positive Fähigkeiten. When performing chat actions, half stamina consumption. Charisma plus 1. Negative. If you don't take a shower, mind minus 10 when you wake up the next day. Also wir müssen duschen, sonst nächsten Tag nicht so geil. Initial skills. Negotiate. Increases the report gained when trading with prisoners. Und J smarts. Intelligenz plus 1. Sehr schön. Was haben wir hier? Broadcast Journalist, Undercover Journalist, War Correspondent. Ach so, ach wie cool ist das denn? Also wenn wir das wären, dann so. Wir können aus 3 auswählen. Craftsman, you can craft simple tools and weapons. Agility plus 1. Kriegs, Stärke plus 1. Und the duration of medicine effects is extended by 1 hours. Ha, also wir könnten Kriegskorrespondent sein, Undercover Journalist oder der. Und auch hier sind natürlich andere Effects. Nightmares can be automatically... Hier, Albträume werden sofort vergessen. Albträume, wow, das ist ja sehr komplex. Jetzt 2 extra Pocket Slots. Ja, sowas ist natürlich super zum Sammeln von Zeug. And maximization of carried items plus 20. We're making a challenge with a success rate of less than 30% you can re-roll. Ha, jetzt bin ich ja ein bisschen überfragt gerade. Ich würde mich vielleicht für den Undercover-Journalisten entscheiden, weil wir dann simple Tools und Weapons selber herstellen können. Komm, machen wir mal. Moment. Was steht hier? As a journalist, you know all too well that the city's evils are often hidden in the darkest corners. Also die Bösen sitzen immer in irgendwelchen dunklen Ecken. That is why you always carry a miniature camera when you venture into the seedy backstreets on your quest to reveal the truth. However, the constant danger has made you overly cautious. Also wir sind immer auf der Hut, weil ständige Gefahr überall lauert. Okay, dann starten wir doch mal rein als Undercover-Journalist. If it's the law of the jungle in the city, then how are we any different? Scheiße. Das war zu schnell. Na gut. Leider oft ein Problem. Okay, dear viewers, I'm here at Langley River near the Black Marsh Chemical Plant and Skid Road. Okay, also wir sind hier in so einer Chemiefabrik. Wir sind, glaube ich, gerade live, ne? As you can see, the river's purple. Ja, also wie ihr sehen könnt, der Fluss ist pink. It also has a very pungent odor. Also es stinkt auch ganz doll. Ja, geil. I'm with one of the residents of the riverbank. Let's hear his thoughts on the matter. Also wir unterhalten uns jetzt mit einem der hier Lebenden, was er darüber denkt. Meine Gedanken, diese verdammte Chemiefabrik da, open less than 2 years, also die hat vor 2 Jahren geöffnet, and it's already devastated the surrounding, und es macht das ganze Areal hier, verwüstet sie. Those heartless sons of bitches must have dumped a sewage into the river at night. Also die lassen ihren ganzen Müll, ihren ganzen Abfall einfach in den Fluss fallen. Now all the fish are dead. Alle Fische sind tot. Voll süß, der kleine Biber. Kann ich gar nicht ernst nehmen, das ist so niedlich. Es ist einfach eine Schande. Just riech doch mal diesen widerlichen Geruch. So viele Kinder hier sind krank davon geworden. They can stop coking and have rashes all over their bodies. Wow.
Oh Gott, also husten die ganze Zeit und überall. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ausschlag wahrscheinlich. Okay, hast du denn die Leute informiert, die dafür verantwortlich sind? Hast du dich vielleicht auch mal hier bei dem Umweltschutz oder dem Rathaus gemeldet? Ha, natürlich habe ich das, aber es war alles, naja, nutzlos. Niemand von denen will Verantwortung übernehmen. Ah, ich habe gehört, dass der Bürgermeister Neffe ja mit denen hier zu tun hat. Aha. So Bastards are all in on it together. Ja, also die arbeiten noch alle zusammen Hand in Hand. Voll cool gemacht hier, so der Comic-Look, voll schön. Dann in den Comic-Sprechblasen so mit, ach, voll cool, mag ich total. Okay, also die sehen uns arme Leute hier in Skid Road. Überhaupt nicht, ja, genau. Also völlig uninteressant für die. Ja, also Zuschauer, wie Sie sehen, eine tragische Situation. Außer teuer, dass du. Und niemand tut etwas. Und der Bürgermeister ist scheinbar sogar ja, mit drin. Ich werde weiter investigieren. Also weiter gucken. Mann, so schnell kann ich doch gar nicht vorlesen. Okay, also er wird sich weiter darum kümmern. Er wird weiter schauen, was da los ist. Mal gucken, ob wir das rausfinden werden und wie wir da eigentlich im Knast landen. Okay, das war ein wirklich exzellentes Interview. Dein Aufstieg ist sicher. I'm sure you didn't ask me here, just. Also, ich bin sicher, du hast mich nicht hergebeten, nur um über mein Video zu reden, oder, Mr. Campaign Manager? Nee, natürlich nicht. Wir sind doch beide Businessmenschen, ha? Ich komme gleich auf den Punkt. Achso, beschäftigte Menschen, Entschuldigung. Also, wie du weißt, der Bürgermeister, the Major's 4-year term is almost up, the election's just around the corner. Okay. He's seeking re-election and has hired me, Angelo, as his camp. Aha. Also der arbeitet mit dem Bürgermeister zusammen für die neue Wahl. Okay. The Major asks the Razor for help. He must be desperate. Er muss echt verzweifelt sein, oder? The Razor? Oh, they're just baseless slender. I'm a serious social activist. Er ist natürlich ein seriöser sozialer Aktivist. Na klar. Aber jetzt lass uns mal zurück zur Sache gehen. Karten auf den Tisch. The Major does indeed have a certain relative who holds shares in the plan. Ja, also der Bürgermeister, wie wir schon erfahren haben, steckt da voll mit drin. But the Major wasn't aware of the fact and no so-called power for money deal ever took place. But your interview may cause some of the more unsophisticated citizens to misunderstand the situation. Also dein Interview hat dafür gesorgt, dass, naja, nicht so involvierte Menschen das Ganze missverstehen könnten. So I hope you reconsider your follow-up report to avoid any further misunderstanding. Also da will tatsächlich, dass wir aufhören. Wir sollen keine Interviews mehr machen. Und ja, unsere ganze Nachforschungen beenden. Ganz ehrlich, ich mache einfach meinen Job. Was für ein großartiger Journalist. I admire your passion for your work. Ich beneide dich um deine Leidenschaft für deine Arbeit. Aber naja, es gibt mehr als Arbeit. Viel mehr. Was willst du mir sagen? Ja, ein kleiner Vogel hat mir gezwitschert. You're still renting some Fleabag apartment and broke up with your girl not too long ago. Was? Woher weißt du, dass unsere Freundin mit uns Schluss gemacht hat? Ha. Naja, du hast keine Freunde zum Reden. Also, then that lawyer you used to go to school with. Was? Your aggressive reporting always gets you in trouble. He's the one who has to clean up your mess. Also, wir sind mit irgendeinem Anwalt befreundet und der räumt unseren ganzen Müll weg, wenn wir in Ärger stecken. Okay, ganz ehrlich, you've clearly done your research on me. You'd make a Du würdest selber einen ganz guten Journalisten abgeben. Ach ja, I'm just trying to make. Ich will einfach nur meinen Punkt unterstützen. Wir sind halt in einer, naja, in einer misslichen Situation. Bisschen Idee. We can help. Wir können uns aber beide gegenseitig helfen. Nuggets a briefcase. Was? Was? Der bietet uns Geld an? Also hier, das sind Nuggets. Was? Was ist das denn? Willst du mich etwa kaufen?
Du verstehst mich ganz, ganz falsch. I simply want you to join our... Ich will doch nur, dass du unserer Kampagne beitrittst. Stuff is heat of publicity. Oh Gott. Wir sollen seine Publicity machen. Und das ist das Angebot. Someone of your talent working as a TV-Reporter. Such a waste. Ja, also jemand mit unserem Talent sollte nicht als TV-Reporter, unser Leben verschwenden. I want to give you... Ich gebe dir eine Chance. Also, wirst du uns helfen? Oder weitermachen mit deinen, undankbaren Reports? Du bist doch ein kluger Fuchs, oder? Ich glaube, du wirst dich richtig entscheiden. Takes the money, there's no shame in it. Nein, 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 aber nein. Nimm dein Geld weg, ich bin nicht zu kaufen. Ha, wie unglücklich. Oh je, since you're so determined to be so stubborn, you leave me in... Ja, du bist so stur, du lässt mir keine Wahl. The way's about to show his true colors, huh? Also zeigst du eigentlich dein wahres Gesicht? You can't buy me, so you have to research... Okay, also du kannst mich nicht kaufen, also packst du jetzt, quasi Muskeln aus. Ah, die Drohungen. Are you looking for the chance to erase me as well? Würdest du mich etwa auch auslöschen? Ha, keine Chance. Here's a hot shot who broke the contamination story. Ja. Wenn du verschwinden würdest, würde das nur den, den Bürgermeister natürlich in Verdacht bringen. Hey, for me. After all, the public do love to engage in wild speculation. Und das Publikum liebt ja seltsame und wilde Spekulationen. Ah, gut, das zu hören. Wenn aber weiter nichts ist, dann gehe ich jetzt. Oh je. Und ich verspreche, du wirst sehr bald meinen ganzen Report sehen. Pass auf dich auf, hab einen schönen Tag. Oh je, das kann doch nicht gut gehen, das wissen wir doch alle. Ach ja, you will regret your fool. Du wirst deine Dummheit noch bereuen. Ich finde den Look hier so schön, es sieht so schön aus. Gott. Ja, und da fangen wir an zu bereuen. Und Obermann, und ein Pitbull. Oh. Und ist das hier, ist das ein Dingens, Mensch. Gott, wie heißt er denn, die kleinen fetten Hündchen? Oh. I'm Sergeant Norman. This is my presence. Ist es your car? Also ich bin Sergeant Norman. Ist das dein Auto? Nee. Nö. Beagle, wollte ich sagen. Gibt es ein Problem, Officer? Naja, wir haben so einen anonymen Tipp bekommen, dass in diesem Auto illegale Substanzen sind. Wir müssen das checken. Oh je. Oh je. Ja, so wird man die Presse auch los. Ha, Kyle, los! Erik, beweg deinen Hintern! Turn the trunk inside out. Sir, da muss ein Fehler sein. Also, das kann nicht sein. Das werden wir entscheiden. Du steh da einfach rum und warte. Oh je. Sergeant, ich hab's gefunden. Er hat was versteckt. Und es sieht aus wie, Klasse A-Stuff. Oh je. Warte mal, das ist doch geplant. Der Typ im Café, er muss. Ha, schließ deinen Mund und ab in die Station. Da kannst du deinem Müll erzählen. Ja. Was für ein großartiger Tag. Ah, das schreit nach einem weiteren Drink. Oh je. Was wäre, wenn ich das Geld angenommen hätte? Wäre ich denn nicht in den Knast gekommen? Also, es würde mich jetzt mal interessieren. Wäre das Spiel denn vorbei quasi? The Bulletin Times. Prominent Reporter sentenced to prison. Oh je. Today, also heute, Thomas, der Fuchs, der prominente Reporter für Woodpecker TV, wurde für 3 Jahre ins Gefängnis und fined 50.000 for possession of an illegal substance. Oh je. Also für illegale Substanzen sind wir in den Knast gegangen. Aber 3 Jahre geht ja noch. He will serve his sentence at Bulletin Prison. Sources stated he is also suspected of bribing interviews and fabricating fake news stories among other violations. Also die wollen jetzt auch nur sagen, dass wir alles, was wir erzählen, quasi, fake ist. In the words of one city resident, I'm very disappointed in him. I no longer believe any of his past reports. Ich werde nichts mehr von dem glauben, was er da erzählt. The investigation into the contamination of Lamlick River has finally broke the true light.
The investigation team jointly formed by City Hall and the Environmental Protection Agency issued a statement which read, "The incident was caused by a temporary worker who was drunk on the job. He accidentally poured chemicals down the drain, which resulted in minor contamination. The temporary worker in question has been fired." Ja, also da wurde jetzt quasi ein Strohmann, also wie sagt man, ein, ach Gott, ich komme gerade nicht drauf, furchtbar. Jedenfalls haben sie jetzt jemanden einfach dafür den Arsch aufgerissen. Ein Mitarbeiter, haben sie jetzt einfach gesagt, er war besoffen, der ist schuld, dass die Chemikalien da reingegangen sind. Und jetzt ist aber alles wieder gut, der wurde ja gefeuert. The investigation team has also allocated the Black Marsh Chemical Plant additional funds to assist in its clean-up activities. Also jetzt wird also sauber gemacht. In an effort to return a clear river to the public. Schön, also die Firma macht jetzt alles wieder ungeschehen. Schön, hat ja was Gutes gehabt. Bulletin Prison Cell Block A. 21 Days Ante Major Election. Also bald ist auch die Bürgermeisterwahl. Bis dahin sollten wir wahrscheinlich raus sein und den Bürgermeister, naja, bloßstellen. Oh, so cool, das sieht so cool aus. Okay, alle aufgepasst. Hör gut zu, Fisch. Von jetzt an bist du, was? You are inmate 1220? Also Gefangener 1200, so viele Leute sind hier drin? Ich bin Captain Bruce und meine Worte sind Gesetz. Du wirst gehorchen. Verstehst du mich? Ja, verstehe. Was? Red lauter, ich kann dich ja nicht hören. Ich verstehe. Okay, gut. Jetzt beweg deinen Arsch in Zelle 3 und mach schnell. Okay, wir müssen, also nicht WASD, nee, WASD geht nicht. Wir müssen uns bewegen. Kann ich mit Leuten schon reden? Nee, ne? Oh, wie süß ist das denn, der Koala und der Schnabeltier? Oh, ja, ich gehe ja schon. Entschuldigung. So, hier ist es, Fisch. Hier ist dein neues Zuhause. Bevor du reingehst, noch eine Sache. Headcounts ist in das Lobby at 8 Uhr. Okay, also 8 Uhr wird hier zugemacht, dann müssen wir da sein. Also geh aus meiner Sicht. Okay, also immer 8 Uhr müssen wir spätestens zu Hause sein. Phew, dieser Typ redet echt viel. But now is not the time to waste energy getting mad at him. Aber ich sollte mich jetzt nicht über ihn aufregen. It's been a week since my conviction and I still haven't met with Reed. Also wir müssen mal unseren Anwalt treffen, wir sind ja schon eine Woche lang hier, ja, verhaftet. I don't know how the appeal is progressing. I need to contact him. Und zwar sofort. Also ich muss ihn sofort irgendwie kontaktieren. Aber wie? Frage doch die anderen Leute. They should know how to contact. Also sie wissen bestimmt, wie man mit der Außenwelt kommuniziert. Der da zum Beispiel ist Sam. Oh, ein Esel. Hi, ich bin Thomas, dein neuer Zellengenosse. Ja? Toll. Hi, ich habe gerade den Brief meiner Freundin gelesen. Ich bin Sam. Mein Nickname ist Ratchet. Aber ich war ein Mechaniker draußen. Oh, ich war Journalist. Hey, kein Wunder, dass du mir so bekannt vorkommst. Ich habe dich schon gesehen. Oh, finde er sogar gut. Sehr schön, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass er schlecht rüberkommt. Okay, kann ich irgendwie mit der Außenwelt kommunizieren? Ich muss wirklich mit meinem Anwalt sprechen. Ja, klar, ist doch modernes Gefängnis. Du kannst einen Brief schreiben, wie ich. Oder wenn es schnell gehen muss, dann kannst du auch zum Bezahltelefon in der Lobby. Huh, okay. You can try after headcount, but there's usually a line. Okay. Telefon, ja? Das ist doch gut. I call after headcount. Okay. Quest Update. The Price of Justice. Moment. Und da haben wir es. Was haben wir noch? Unser Charakter. Hier ist Equipment. Wir haben Lederschuhe. Oh Gott. Karamellbar. Cookies. Wo haben wir das alles her? Das habe ich alles in meiner Tasche. Ein Coin. Paper. Chewing Gum. Demo Paper Crane. Voll cool. Das ist voll geil, das Spiel. Kann das sein? Hier können wir noch Sachen skillen nachher. Creativity. Wisdom. Wie cool. Kann ich schon mal? Nee, kann ich noch nicht. Ne? Ich habe noch keine Punkte. Okay, Quests, Gangs, Bigfoot Gang, Sharp Tooth Gang, Black Claw Gang. Okay, ich würde, glaube ich, gerne in die Black Claw Gang. Das klingt cool. As a band of crooks who run the prison's general building and loan sharking. If there's any shady business, you bet they're involved.
Relationships. Ah, guck mal, hier haben wir die ganzen anderen Insassen dann. Und hier haben wir noch irgendwelche Leute, die wir kennen. Ach, von der Arbeit schon, ne, oder? Ach, ein Doktor ist das. Okay. Pudel. Pudel Beth. Frettchen Maggie. Grafikdesigner. Und hier sind Leute, die wir schon von draußen kennen. Oh, ein roter Panda. Weed. Das, ach, das ist der Lawyer. Guck mal, unser roter Panda-Anwalt. Oh, ein Collie. Och, ist das alles süß. Mast. Hier ist die Polizei. Ach, das ist ein Mastiff? Ein Terrier? Terrier. Okay. Oh, ich liebe Shiba Inus. Irgendwann möchte ich unbedingt mal einen Shiba Inu oder einen Akita haben. Unbedingt. Hound. Das ist Hund. Big Cook. Bix. Pick Cook. Und ein Wolf. Angelo. Campaign Manager. Das ist der, der uns hier reingebracht hat. Okay. Voll cool. Mega. This table looks older than me. But I guess beggars can't be choosers in this place. Maybe I can use it as a simple workbench. Okay, hier können wir Waffen craften wahrscheinlich. Oh, guck mal, ich kann hier schreiben. No pen, aber wir haben nichts zum Schreiben. Plant? Was ist ein Plant? Oh, this potted plant seems to be made of plastic. Das ist nur eine Plastikblume. If I want to grow a plant, I guess I have to wait for the full version. Ah, geht noch nicht. Okay. Noch so eine Plastikblume. Was haben wir hier? Wir können Klamotten machen. Hier. Blocks. Lockpicking. Clothing Mask. Item. Alcohol Lamp. Okay. Paper Crane. Oh, wie süß. Können wir das verschenken? Okay. Basic Screwdriver. Simple Pickaxe. Das ist ja schon cool. Hier als Weapon und Blade. Krass. Okay. Ich würde gerne mal... Komm, wir machen einfach mal hier irgendwas. Damit wir es mal gesehen haben. So, jetzt haben wir, glaube ich, wo ist unser Inventar? Da ist er. Paper Crane. One down, 99 to go. Ja, wenn man 1000 macht, kriegt man, glaube ich, hat man Wunsch frei. A toilet sink combo. It looks quite advanced. Oh. I hope the water doesn't overflow from the sink when the toilet's blocked. Oh Gott, bitte nicht überlaufen. Oh, hier gibt es ein Tutorial mit der Toilette. Warte. A storage cupboard looks I can have my own space. Hm. Oh nein, jetzt ist es weg. There seems to be a piece of paper on top. Hm, the prison shell. Skill. This is exactly what I need right now. Okay. A small cupboard. You can store items inside. Ach so, da kann ich Sachen rein tun. Okay. Ich lese mal jetzt nicht alles, sonst kommen wir hier nicht mehr voran. Organize items. Ist da überhaupt was drin? Nö, hier ist noch gar nichts drin, aber wir können Sachen reinlegen, theoretisch. Voll cool. Use a toilet brush here. Tief. Ach, wir haben keine Zahnbürste. Aber wir können die Toilette benutzen. Nö, müssen wir gar nicht. Okay. Looks like this ready iron frame is my bed. Okay, da können wir drauf schlafen. The bottom bunk's been taken. I guess I'm on top. Also wir schlafen wohl oben. Ist ja eigentlich schön. The bed is where you sleep. But of course it has other functions. Sleeping. You can get to bed after 21 Uhr. Bed, you can improve the quality of your sleep by making your bed. Also wir können es auch verbessern. Entertainment. Da können wir auch drauf relaxen. Okay, kann ich rausgehen? I think I have bed brief. Kann ich nicht rausgehen? Warum nicht? Wie spät ist es denn? Wo weiß ich das? Ah, 7:33 Uhr. Oh, dann kann ich doch raus, oder nicht? I should go for headcount, genau. Oha, was ist denn hier los? Oh Gott, looks like I made it in time. Ich hab's wohl geschafft. Aufmerksamkeit. Das Spiel ist so unglaublich cool. Ich will das unbedingt let's playen. Unbedingt, ich will es unbedingt haben. Send it down, all of you. The head count starting. Also alle jetzt mal Klappe halten. Counts heads. 1, 2, 3. Hm, that's 44 of 47 three inmates absent. Was? Drei Leute sind nicht da. Two in the inf. Achso, ein paar sind krank. Und einer segregation. That's all. Okay, hört alle zu. Today is the first. Also, heute ist der erste des Monats. Which means some more dipshits have joined you. Also, sind neue dazu gekommen. I warn you, do not try to stand out from the crowd. Also, macht nicht euer eigenes Ding. Try to be as smart as in my domain and I will show you no mercy. Okay, also wir sollen uns lieber gut verhalten, also ja, wir alle verhalten, also nett verhalten und so und aufpassen, sonst keine Gnade. Now let's get down to business. All you newcomers listen and listen good. Also alle Neulinge bitte aufpassen.
today's announcements. To enable you lazy maggots to earn your keep, the prison overs work assignments. There are still vacancies in the laundry room. Also wir können arbeiten gehen, und zwar zum Beispiel in der Wäscherei. So any new inmates who wanna earn some money should apply to me. Remember, don't be choosy about your job. If you don't wanna do it, someone else will. Also können wir ein bisschen Geld verdienen. Not interested, we want higher wages. I'm not gonna be your slave. I wanna go to the kitchen. Ich würde auch gerne in die Küche gehen, ehrlich gesagt. Jetzt sei doch mal leise, Mensch. I don't have time to listen to your whining. Ich kann euer Gejammer nicht hören. Dismissed? Wie dismissed? Ich will ja. Prison work. I don't need some cash. I only have few coins left in my pocket. Also wir brauchen ein bisschen Geld, wir haben ja nichts. But the top priority right now is to call Reed. Wir müssen erstmal anrufen. He's probably waiting to hear from me. Ja, erstmal irgendwie. Oh, hier gibt's Kaffee. A drinking fountain. I never thought there'd be anything free in this place. Rach, I could really use a cup of coffee. Ja, dann trink doch. Drink hot water. Lecker. Heißes Wasser. Plus 2 Gesundheit, okay. Was sind das hier? Guards violence. There are prison guards watching you here. Be smart and don't cause any trouble. Oh Gott. Was holt to skip? Was soll ich holen zu skippen? Hä? Keine Ahnung. The laundry room is the sweetest place to work. Kann ich hier auch was auswählen? Nee, ne? Kann ich irgendwie nicht. Jimmy, another boring day. Wieder ein blöder Tag. Befriend. Okay, this guy sure is tall. Der ist echt groß. Hey there, friend. You seem to be interested in my... Hey. Also, bist du irgendwie interessiert daran, dass ich so groß bin? Ganz ehrlich, I hope I didn't... ich ist schwer zu ignorieren. Ja, dann mach dir keine Sorgen. It actually feels quite good to look down on folks. Das ist cool, runter zu gucken auf alle. Okay, ich bin Jimmy die Giraffe. I used to be a software engineer. Okay, a software engineer? Surprised, huh? You must be thinking I can't believe this guy isn't a pro basketball player. I may be tall, but I suck at basketball. Es ist zwar groß, aber Basketball find er doof. Or more specifically, I don't like to do any exercise. Also sein Yoga for two, if you catch my drift. Also er findet einfach Übungen scheiße. I do watch games from time to time, but only when I have a little money whining on them. Also nur wenn er drum gewettet hat, guckt er sich mal ein Spiel an. Okay, no one says all tall people have to play basketball. I just don't want to be tagged with the all girls or big dummies label. I think you understand where I'm coming from, don't you, Conning Fox? Huh. You've befriended Jimmy the Giraffe. His report will help you. Also wir sind jetzt Kumpels. By far the tallest prisoner in the joint, Jimmy is actually a software engineer by profession. He refused to play any sports because he does not want to be labeled a big dummy. Casual conversation revealed that his main interests are women and gambling. He has an air of confidence unique to the tech elite. Okay. Okay, also am Zocken und an Frauen interessiert. Also mit denen hier. Mal zuhören. I tell you, if someone could give me a cold beer right now, I'd even be willing to go to sack for him. Okay, also für ein kaltes Bier macht er gerade alles. Oh, beer tastes so bland, I cannot hold a candle to make excellent wine. Also er mag lieber Wein. Hahaha, forget beer and wine, the vodka from my hometown will put her on your chest. Just answer will blow your mind. Also Wodka ist das Geilste. I have a small bottle stashed away, I'll give you a taste sometime. Also er hat sogar was da, Oh, somebody. I heat some in this bar up north on time. That stuff's so strong, I go up with just one spark. I hear some guys use it to make Molotov cocktails. Also mit Alkohol können wir Molotov cocktails machen. Hey, keep your voice down, dumbass. You want Boost to hear you. Ja, lieber mal ein bisschen leise sein, alle können euch hören. Über Molotov cocktails reden ist wahrscheinlich nicht das Beste. Oh, was ist hier das Telefon? Come on, it's been so long. Did you show my script to the director or not? Hast du jetzt dem Direktor mein Skript gezeigt oder nicht? Was? What do you mean you didn't get... Rudolf, das redet hier schön. What do you mean you didn't get a chance? You're his assistant. Aha, du bist doch sein Assistent. Warum hast du es ihm nicht gegeben? Do you have any idea how important the script is to me? My entire comeback is riding on it. Seriously, can you just get it together? Don't forget who helped you when you were at rock bottom. Also er möchte, dass irgendjemand sein Skript weiterreicht. Da kommen wir jetzt wohl nicht ran. Okay. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, was das da ist. Was macht der da?
Diego, you're talking to me? Jo. Hi, du. Keep it down, you're scared them. There's no S. Hier ist doch keiner. Wen soll ich erschrecken? Na, all die kleinen Elfen. Kannst du sie nicht tanzen sehen an deiner Nase? Und der Lobster Knight's climbing up my legs. Was? Oh, I get it. You're high as a kite. You're hallucinating. Also, er halluziniert, weil es high. High? No, I'm a magical chef. This is my psychic power. Then I guess you added a lot of herbs and spices to your food, right? Well, Steph, I put in some mushrooms and painkillers. It tasted out of this world. The effects clearly haven't worn off yet. I'll leave him in his own little world for now. Also, der ist wirklich drauf. A little lobster's climbing, little life is laughing. Okay, wir sind jetzt aber happy, Freunde. Auch wenn der ein bisschen komisch ist und kleine Elfen sieht und ja, naja. Ich nutze mal die Zeit, ich will mal weitergehen. Wir haben nicht... Achso, hier geht's wieder raus. Ich würde super gerne mich jetzt mit allen hier unterhalten, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen mehr sehen. Auch wenn das super lustig ist, teilweise, was die hier so erzählen. Was haben wir hier? Warte mal. Okay, das ist der Gefängnisplan. Sollte man im richtigen Spiel wahrscheinlich auf jeden Fall in- und auswendig kennen. Hier sind weitere Zellen und der hat irgendwas. Was mit dem? Alex, Boss. Warte mal. Gang, Personal. The Sharptooth Gang controls the prison basketball court and TV room. He's the boss, Alex the Lion. Okay. You want something from the Sharptooth Gang, Fish? Ich will mit rein. Join us. You're not... das wird nix. Okay, habe ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich müssen wir für die erst einiges machen, uns anfreunden, keine Ahnung. Und dann kommen wir da vielleicht mal rein. Cäsar als Affe. Oh, das ist... Hier sind voll viele Anspielungen, ne? Ich meine, Cäsar als Schimpanse ist ja schon sehr... Naja, ihr wisst schon. Hey, Cäsar. Asking Raphael to negotiate with the Bigfoot Gang was nothing but a waste of time. Those bastards wanted the kitchen all to themselves right from the start. They think we're a bunch of pussies. If you ask me, we should set fire to their storehouse. Show them we mean business. Also hier die Gang, ja, der gehört die Küche. Und nun? Calm down, it's not time to go to war with them yet. And don't forget about the Sharptooth Gang. Alex isn't stupid. He could be waiting for us to wipe each other out, so he can just wait in and take the spoils. Also die Gangs hier können wohl nicht miteinander. Wahrscheinlich, vielleicht muss man sich dann später auch wirklich entscheiden, zu wem man hier gehören will. Huch, Entschuldigung. Wo komme ich hier hin? Aha. Oh, hier ist der Fernsehraum. Aber da kann man nicht einfach rein, oder? Nee, kann man nicht. Brettspiele. Das sieht sehr nach Besucherraum oder so aus. Ist eigentlich ganz schön hier, oder? Ich meine, gibt ja eine Menge hier. Sieht jetzt gar nicht so furchtbar aus auf den ersten Blick. Was da? Eine magnetische Tür. Leider zu. Okay. Wir gucken uns einfach mal kurz ein bisschen hier den ganzen Knast an, würde ich sagen. Oh, ich finde, die Tiere sehen alle so cool gemacht aus einfach. Raphael Richard. Frank. Way. Ist das ein Einhorn? Ich glaube, das ist nicht echt, ne? Ich glaube, das ist rumgebunden da, das Hörnchen. Das ist eigentlich ein Pferd. John? Und da sind wir wieder einmal. Jumbo, auch Boss. Okay, das ist hier die nächste Gang. Okay, also wir haben drei Gangs und haben auch schon einige der Mitglieder gesehen. Hier ist wieder Rudolf. Ach, der ist jetzt fertig mit Telefonieren. Oh, warte mal. Rudolf ist fertig mit Telefonieren. Kann ich denn jetzt vielleicht meinen Anwalt anrufen? Die scheinen ja so ein bisschen Tagesablauf zu haben auch, ne? Guck mal, ist frei. Ja. Ist jetzt auch schon zwei. Ist Lunchtime. Wir sollten eigentlich essen wahrscheinlich. Let's make a call then. 1220. Connection. Hello, inmate. Mm-hmm. You can make two more calls today. You will be charged 10 per call. Oh Gott. A 19 service charge will be added for your first call. Was? Okay. Konnte ja nicht so einfach sein. It seems this place is more shady than ever. Also, ja, schlimmer als er dachte. Wir haben keine 100 leider. Also wir können noch keinen Anruf machen. Wir brauchen 100 für den ersten Anruf. Okay, wir müssen Geld machen. Anders wird das nix. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich melden hier zu so einem Wäschedienst und so. Okay, aber
Wir sind jetzt halt zeitlich leider schon sehr weit. Ich weiß nicht, wie lange die Demo hier geht. Hier, Arbeit. Du willst arbeiten? Gut. In manager, keep busy. And I have some good news right now. You can apply to work. Ja, Laundry Room. Machen wir. Ja, würde ich gerne. Ich mache mal ein bisschen schneller, damit wir auch noch was sehen. Okay, dann work in Laundry Room. Ja. Okay, haben wir? Dürfen wir? Dann schön. It's a great job. Na, mal sehen, ob wir den auch so great finden. Wie komme ich da hin? Hier hinter dem Zaun. Okay. Before, go out from there before lunch and the guard will take you to your workplace on the other side of the corridor. Ist jetzt schon so spät? But don't try any funny business. The work area is watched by snipers. Was? Okay, also wir wollen nicht abgeknallt werden von irgendwelchen Scharfschützen. Okay. You wanna work in maid? Ja, würde ich gerne. Do you have a work permit? A health certification? Was? You have to go infirmary for a physical. You have to pass before you can work. Also wir brauchen erstmal so ein blödes Zertifikat. Okay, I guess I have to go to the infirmary first. Gut, go to the infirmary. Wo ist denn das? Do you want to go now? Ja. Gut, dann los. Interessant, sehr komplex. Ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Nichts zu trinken hier. Scheiße. Na gut. Bist du hier für einen physischen Test? Der Doc ist im Consultation Room. Okay, dann gehen wir da mal hin. Hallo. Die Infirmary. Huch. Da oben. Ach, die haben wir ja gesehen. Haben wir ja uns angeschaut. Ich weiß auch nicht. Ja. Kann ich da rein? Elektrisches Dings. Enter the code. Nee. Wie werde ich denn hier auch untersucht? You calling me? Nee, will ich gerade nicht. Unable to reach. Wie komme ich denn an die Rad? Hey! Oh, warte mal. Ich hab's gesehen. Da. In Intercom. Okay. Ja. Kann ich es jetzt auch benutzen? So. Hallo? Wie kann ich helfen? Ich muss einen physischen Test machen. Oh, ja, komm rein. Ich habe ein bisschen Zeit. Okay, dann machen wir das mal. Ich bin Beth. From the records I see, this is your first time. Also bist das erste Mal hier. Ich bin der Doktor hier. I'm responsible for all of the inmates, ailments, big and small. Also sie ist für alle verantwortlich. Every day I leave at 7. Okay, um 17:30 ist sie weg. I don't like overtime. I understand that. I wouldn't want to work in a prison at night either. If you get hurt during the night, the guard Bran will administer your trip. He's not a doctor, but he has some medical training, so you don't need to worry. Okay, let's take a look at your test results. Well, first of all, congratulations, there's nothing major wrong with you. Also alles ist okay. Sehr schön. By considering the unsanitary conditions here, you can never be too cautious. I give you a okay, das liegt daran, was wir vorher ausgewählt haben, ne? To help protect against most of the infectious diseases in here. Wait here, I just get it from the pharmacy. Okay, die bringt uns was. I'm the only one here. Wir warten. Wir sind nett. Wir machen jetzt keinen Scheiß. Okay, bist du bereit? Gift? Was? Get shot. Okay, stop shaking or I won't be able to find a vein. After receiving a shot in the arm, you leave the consultation room. Okay, haben wir geschafft. Dann können wir jetzt, glaube ich, arbeiten gehen, oder? Ja. Das würde ich halt schon noch gerne sehen. Good work. Und ja, ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie lange die Demo eigentlich geht. Es ist halt immer ein bisschen schwer, dann abzuschätzen. Macht man jetzt einfach 1, 2, 3 Folgen? Versucht man alles in eine Folge, wenn man halt nicht weiß, wann es quasi endet? Wenn ich jetzt Schluss mache und danach geht es nur noch 5 Minuten weiter, wäre halt blöd. Is this the laundry room? The washing machine is so loud. Let's see what work I can do. Okay. Wow. Wisst ihr was? Ich würde hier vielleicht mal... Ich probiere es mal. Ich mache mal hier einen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, wie weit es noch geht. Wenn ich Pech habe, ist vielleicht in der nächsten Folge nach 5 Minuten vorbei, obwohl ich hier immer noch mit allen reden könnte. Was natürlich auch länger ziehen könnte. Wir schauen mal. Aber wahrscheinlich wird es noch eine zweite Folge geben, denn die Demo scheint doch ein bisschen länger zu sein. Und weil es mir einfach super gut gefällt, würde ich halt schon gerne noch eine zweite Folge machen. Also dann, schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ich wüsste auch schon gerne, wer hier Bock hätte auf ein volles Let's Play.
Also ich hätte super Bock drauf. Ich finde das so toll gemacht. Das sieht so schick aus. Das ist so niedlich, aber auch atmosphärisch wirklich gut getroffen. Ich bin jetzt schon voller Fan hiervon. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob ihr es auch seid oder ob es nur mir so geht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye.